Hi und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Ich bin Ella und schön, dass du dabei bist. Ich versuche dreimal im Monat ein Video hochzuladen und diesmal ist das Bullet Journal wieder dran und zwar für den Monat August. Der Juli war ziemlich schlecht. Das Video dazu findet ihr in der Infobox. Und der Monat August, den wollte ich wieder etwas umfangreicher, zumindest umfangreicher in der Coverpage gestalten. Und für diese Coverpage gibt es diesmal drei Seiten. Naja, und schaut es euch einfach an und wenn es euch gefällt, lasst mir einen Daumen nach oben da. Und dann legen wir mal los. Für diesen Monat hatte ich mir das Thema Dschungelbuch ausgesucht, also Mowgli und seine ganzen Gefährten. Ja, drei Seiten wie gesagt und das versuchte ich dann in Schichten umzusetzen. Den Monatsname diesmal in einer anderen Sprache und dementsprechend natürlich auch in einer anderen Schrift und ganz viele Grüntöne aus meiner Tombow-Stiftsammlung. Hier mache ich die erste Schicht und das ist natürlich die vordere und mit großen Blättern und einem Baum. Da sollen dann Lianen so runterhängen oder so. Es musste natürlich auch etwas dichter sein, damit es nachher beim Umklappen der Seite nicht einreißt. Und jetzt kommt wieder mein Skalpell und die Unterlage zum Einsatz. Denn der gesamte mittlere Teil und auch die kleinen weiß gebliebenen Stellen schneide ich dann alle aus. Dann kommen wir schon zur zweiten Seite und das ist dann der kleine Mowgli und der Panther. Da fällt mir jetzt der Name nicht ein, aber das ist ein Bild, das habe ich gefunden bei Instagram und ich habe versucht, das so gut wie möglich umzusetzen. Ich hatte mir natürlich alles vorher ein bisschen skizziert und dann mit dem schwarzen Stift und zum Schluss wieder mit meinen Tombows und mit dem Skalpell das in der Mitte herausgetrennt. Wie gesagt, ihr schon einen kleinen Einblick, wie es dann aussehen wird. Ich verbessere da später noch mal ein bisschen, weil der Panther nicht so gut zu sehen war. Und jetzt kommen wir schon zum Hintergrund, da habe ich nichts skizziert, das sollte einfach nur Dschungel sein und damit es ein bisschen besser wirkt. Ja, da hatte ich dann schon verbessert, aber das ist die Coverpage. Mit der Schlange noch, K heißt sie, glaube ich. Die nächste Seite ist wieder reserviert für meine Termine. Meine Aufgaben. Das ist sozusagen meine Master-To-Do-Liste. Und meine In- und Out-Liste, damit ich weiß, wie viel ich aussortiert habe für meinen Minimalismus, den ich anstreben möchte. Shirkan ist auch eine große Persönlichkeit in dem Buch, der so dem Mowgli immer zu Dingen überreden möchte.
erst noch herausgefunden, welches Orange dann wohl das schönste ist. Und ich habe mich dann halt für dieses dunklere, kräftigere Orange entschieden. Und ich finde, dass dieses Bild sehr gut zeigt, wer Shirkan eigentlich ist. Dann markiere ich zum Schluss nur noch die Wochenenden und da ist mir ein Fehler passiert. Das ist ziemlich leicht zu korrigieren, denn durch die verschiedenen Dutch Doors habe ich dann mal so ein bisschen Papier über. Da schneide ich dann einfach das raus und klebe es drüber, noch schnell wieder den Wochentage hingeschrieben und es ist kaum sichtbar. Meine nächste Seite, und das ist auch schon die vorletzten Seiten, die ich mache, ist natürlich mein Habit Tracker. Und meine Dankbarkeitsseite. Diesmal ist der Habit Tracker wieder in waagerechter Position und ihr werdet auch gleich sehen, warum. Denn in der Mitte wird gleich noch wieder eine wichtige Figur im Dschungelbuch rumtanzen. Auch meine Dankbarkeitsseite ist ein bisschen schmaler, damit der dicke Bär, der dicke Balu, auch genug Platz hat zum Tanzen. Meine Gewohnheiten bestehen meistens aus Sport, Schreiben, Malen, kein Zucker essen und natürlich Lesen. Ich finde, die Seite ist wirklich schön geworden. Diesmal habe ich mir überlegt, wieder eine vollständige Woche anzulegen. Zog mir dann 6 Spalten, schrieb dann mit demselben grünen Stift die Wochentage rein und es gefiel mir gar nicht. Dann dachte ich, naja, malst du einmal so drüber, um es dann später einfach in Schwarz hinzuschreiben, aber man sah dann die Wochentage durch. Dann habe ich halt einfach den schwarzen Stift genommen und das soweit korrigiert und mit meinem weißen Gelstift einfach die Anfangsbuchstaben der Wochentage hingeschrieben. Oben schreibe ich das August wieder in der anderen Sprache hin. Und diesmal auch ein kleines Kalendarium. Und weil mir das Grün und Schwarz ein bisschen zu traurig aussah, habe ich das Orange von Shirkan nochmal genommen. Hier alles im Überblick. Ja, ihr Lieben, das war's für heute und ich hoffe, ihr konntet euch ein bisschen inspirieren lassen von meinem Setup. Und ich hoffe, es hat euch genauso gut gefallen, wie es mir Spaß gemacht hat, dieses Setup zu erstellen. Und ich denke, es wird mir auch viel Spaß machen, dieses Setup über den Monat auszufüllen. Und wenn es euch gefallen hat, lasst mir einen Daumen nach oben da. Und wenn du neu hier bist und es noch nicht getan hast,
Oder auch wenn du nicht neu bist, hier bist und mich zum zweiten, dritten Mal eingeschaltet hast, würde ich mich über ein Abo freuen mit dem kleinen Glöckchen. Weil dann wirst du informiert, wenn es wieder etwas Neues gibt. Und welche Idee soll ich mal für euch umsetzen? Lasst es mich in den Kommentaren wissen. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Bye!